Das Tolle ist bei dem Fernstudium, ja, dass ich halt von überall aus studieren kann. Also wenn ich mich doch nochmal dazu entscheide, von Lippstadt wegzugehen, kann ich das auch problemlos in ganz Deutschland oder im Ausland weiterführen. Und das ist wirklich ja, das Besondere an einem Fernstudium. Durch meine Ausbildung muss ich halt morgens immer ziemlich weit zur Berufsschule pendeln. Ich muss halt immer 1,5 Stunden mit dem Zug hinfahren und wieder 1,5 Stunden zurückfahren. Und dann war ich halt auch nach der Ausbildung schon so genervt, dass ich gesagt habe, wenn ich studiere, dann habe ich auf gar keinen Fall irgendwie Lust, lange zu pendeln. Und deswegen sollten das kurze Wege sein und das ist natürlich jetzt beim Fernstudium das Optimale. Und meistens lerne ich am Küchentisch, also ich habe zwar auch einen Schreibtisch, aber da kann ich einfach nicht dran lernen und ich habe so ein bisschen ausprobiert, wo kann ich mich am besten konzentrieren und das war nochmal eben der Küchentisch. Ja, das Tolle beim Fernstudium ist natürlich auch, dass man sich es auch richtig gemütlich machen kann. Also schön mit einem Tee oder einem Kaffee dabei, eine gemütliche Hose an und ja. Also ich würde das Studium auf jeden Fall weiterempfehlen, weil es sich auf jeden Fall in viele Lebenssituationen anpassen kann. Ich kenne welche, die machen das Studium neben einem Vollzeitjob und das geht auch. Ich persönlich habe für mich entschieden, wenn ich jetzt noch die Möglichkeit habe, weniger zu arbeiten, dann mache ich das jetzt und konzentriere mich halt hauptsächlich auf das Studium. Und ja, ich denke auch, dass es sich in Lebenssituationen bei anderen, weiß ich nicht, Mütter oder auch ältere Leute, die können sich mit dem Studium auch total gut identifizieren. Wir hatten ja auch eine Studentin einen Blogbeitrag über das Fernstudium geschrieben und daran habe ich mich auch direkt wiedererkannt, weil sie halt geschrieben hat, dass sie sich gerade in die Fließdecke auf dem Sofa eingemummelt hat mit einer Tasse Tee und das Webinar gleich losgeht. Und ja, das beschreibt so das Fernstudium, glaube ich, in der besten Wortwahl.